Die Covid-Erkrankung bei Kindern verläuft in den allermeisten Fällen unkompliziert. Milde Zeichen einer Infektion, bisschen Rotz, bisschen obere Atemwege krank. Es gibt schwere Verläufe, ja, die gibt es. Die negiere ich auch gar nicht, das wäre ja Quatsch. Wir haben, zu den Zahlen komme ich gleich noch, insbesondere Probleme mit diesem PMIS, mit diesem Pediatric Multi-Inflammatory Syndrome. Das ist eine Erkrankung, die wir im Grundprinzip kennen als sogenanntes Kawasaki-Syndrom. Das ist eine Entzündung der Gefäße, macht die Kinder sehr, sehr krank, kann auch die Herz-Kranz-Gefäße, ich bin ja Kinderkardiologe, auch kaputt machen und zu Folgeschäden führen. Und das ist aber definiert zwischen 2 und 5 Jahren. Darüber gibt es kein Kawasaki, Punkt. Und jetzt sehen wir plötzlich Kinder, die auch ein Kawasaki bekommen. Und was wissen wir vom SARS-CoV-2? Es macht Vaskulitis, es macht also eine Gefäßentzündung, es macht Gerinnungsstörungen und es macht ein Hyperentzündungssyndrom. Das ist das, woran die Leute häufig auch sterben, am ARDS, also an dieser Lungenerkrankung, die ausgelöst wird durch diese Überentzündung. Dazu noch eine Gerinnungsstörung und dazu noch eine Gefäßentzündung. Da macht man auch das beste Gefäß irgendwann dicke Backen und die Durchblutung stoppt und der Patient verstirbt letztendlich im Atemversagen, im respiratorischen Versagen. Also es gibt dieses Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome. Es ist selten. Aber wussten Sie eigentlich, dass weltweit 200.000 Kinder im Jahr an Tetanus sterben, an neugeborenen Tetanus? Dass 199.000 Kinder an so einem blöden Atemwegsvirus wie RS-Virus sterben? Ich glaube, wir müssen mal die Verhältnismäßigkeiten herkommen. Die Sterblichkeit an Grippeviren in meiner Klinik im Jahr 2020 lag um 100% höher als Corona. Hier in Neubrandenburg. Ich leite die drittgrößte Kinderklinik im Land, um 100% höher. Jetzt lassen Sie die 100% kurz sacken. Wusste keiner von Ihnen, ne? Ich sage Ihnen die effektiven Zahlen. 1:0. Ich habe ein 12-jähriges Mädchen verloren, ja. An einem Grippevirus in 2020. Aber kein Kind an Corona. Was sagen Ihnen jetzt die 100%? Ich möchte Sie sensibilisieren dafür, das, womit wir bombardiert werden jeden Tag. Und matchen Sie bitte mal die Prozentzahlen, die wir bekommen, mit den effektiven Zahlen, die dahinter stehen. Dann relativiert es sich. In einer Pandemiesituation über No-Covid oder Zero-Covid zu diskutieren, wer so etwas tut, hat einfach von Infektologie und von Pandemiesituationen absolut keine Ahnung, weil es schlichtweg nicht funktioniert. Die aktuellen Zahlen für die Kinder sind auch bekannt. Ich habe heute noch mal reingeguckt beim RKI, seit März 2020 in Mecklenburg-Vorpommern positiv getestete Kinder 1.978. Stand Webseite RKI heute 12.22 Uhr. Das entspricht einer Inzidenz, also einem Auftreten, von knapp 1% der Kinder, die in unserem schönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern leben. 1% der Kinder sind positiv getestet in den letzten 12 Monaten. Die Anzahl der in der Seenplatte, also unserem Landkreis, positiv getesteten Kinder beträgt heute 12.22 Uhr 300. Das sind umgerechnet 0,11% der Einwohner der Mecklenburgischen Seenplatte. 0,11%. Wir haben positiv getestete Kinder in Deutschland 265.000 bei knapp 18 Millionen Kindern, die wir haben. Wir haben ja immer die Frage, welche Kinder werden ins Krankenhaus aufgenommen, und da haben wir ein Register von den Kollegen der Infektologie, und da haben wir im Register im Moment drin 1.010 Kinder. Das heißt, wir haben eine Hospitalisierungsquote, also eine Aufnahmequote ins Krankenhaus, und das ist ja das, wo wir auch sehr fokussiert sind drauf, Stichwort Belegung der Intensivbetten und so weiter, von 0,38% bei Kindern.